Vielleicht kommt dir das bekannt vor. Du startest mit Online-Marketing, du hast deine ersten Berührungspunkte mit Online-Marketing und der Neukundengewinnung gesammelt und auf einmal kommen die ersten technischen Herausforderungen. Und vielleicht kommt dir das bekannt vor. Du sitzt am PC und du weißt einfach nicht technisch, was als nächstes zu tun ist. Dich überfordert die Technik und du weißt einfach nicht, wie das Ganze funktioniert. Vor allen Dingen kostet es dann unglaublich viel Zeit, es kostet unglaublich viel Energie, sich durchzukämpfen und die Lösung zu suchen. Bei mir war es so, ich bin zum Teil tagelang vor diesem Problem gesessen und bin einfach nicht wirklich weitergekommen. Vielleicht ist es aber auch, dass du einfach immer wieder neue Tools lernst, weil es gesagt wird, die sind technisch notwendig, die brauchst du unbedingt. Und irgendwie hast du schon das Gefühl, du kommst gar nicht mal wirklich zu dem, was tatsächlich wichtig ist für dein Business. Und mir ging es genauso. Ich kenne das nur zu gut und ich weiß, welche technischen Schwierigkeiten ich gerade am Anfang meiner Online-Marketing-Karriere hatte. Und Pascal, bei dem sieht es immer so selbstverständlich aus. Und Pascal, der macht es schon seit so vielen Jahren, hat Werbebudgets von mehr als 1 Million pro Monat verwaltet, hat schon Großfirmen begleitet und beraten. Bei dem ist das alles irgendwie so selbstverständlich. Ich bin schier verzweifelt. Und für mich war immer das Schlimmste, du hast ein technisches Problem, wo du denkst, jetzt habe ich irgendwo einen Hänger. Ich komme irgendwie gerade nicht so wirklich voran. Und dann schreibst du den Support an und dann kriegst du tagelang keine Antwort. Und irgendwie dein ganzes Business steht still, also deine Online-Marketing-Aktivität, weil du einfach nicht weitermachen kannst. Und ich habe mich dann ständig ausgebremst gefühlt, so nicht voranzukommen. Und die Technik ist oftmals so ein Punkt, wo viele im Online-Marketing ihre Schwierigkeit drin haben. Und viele Leute sagen mir dann, ja Jens, die Technik, meine Güte, kann die nicht einfach idiotensicher sei, dass es wirklich jeder versteht und dass ich das auch irgendwie hinbekomme. Und ich habe dann gesagt, ja, es wäre sehr wünschenswert, wenn die Technik tatsächlich so einfach wie möglich ist, wenn du dich gar nicht wirklich um technische Herausforderungen kümmern musst. Und selbst dann, wenn du eine technische Schwierigkeit hast, dass du sofort jemand hast, der dich dabei unterstützt und der mit dir gemeinsam dieses Problem löst, sodass du direkt weitermachen kannst. Wenn du sagst, genau das soll der Fall sein, dann möchte ich dich dazu einladen, unterhalb von diesem Video den Button zu klicken, den Link zu klicken und dir ein kostenloses und unverbindliches Strategiegespräch einzutragen. In diesem Strategiegespräch schauen wir gemeinsam, was ist deine Strategie und was sind die nächsten Schritte. Gemeinsam schauen wir uns an, wo deine technischen Schwierigkeiten sind und überlegen uns, welche Ressourcen aus dem Haus Sales Angel dir zur Verfügung stehen, dass du dich nicht lange mit der Technik aufhalten musst und dass du es schaffst, sofort weitermachen zu können. Und du hast die Möglichkeit, einen kostenlosen, unverbindlichen Beratungstermin zu sichern. Und ich freue mich, dich gleich auf der anderen Seite begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Jens von den Sales Angel und bis dahin alles Liebe und Gute, dein Jens.